So, da müssen wir jetzt aber mal ganz kurz gucken. Haben wir jetzt eigentlich alles? Ah, Fähigkeiten, genau, die könnten wir noch vergeben. Was hatten wir? Handwerker in Arbeit. Näher. Wir nehmen mal den Koch. Weil wenn das tatsächlich so ist, dass wir das dann richtig gut verkaufen können. Kannst dir bestimmt auch die... Wer bist du denn? Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es denn in letzter Zeit so ergangen? Zustimmung plus 10. Oh, Zustimmung 80. Kann ich den jetzt nicht anheuern? Kann ich den jetzt nicht anheuern? Da müssten wir ja nochmal schauen, ne, dass wir die Leute hier anheuern. Herald! Zustimmung 55. Hast du einen Moment Zeit? Zustimmung minus 5. Ah, super. Hat sich gelohnt bei dir. Was ist mit dir? Hey, hast du einen Moment Zeit? Was für ein Tag. Ich habe ununterbrochen. Ja, gut. Und was mit dir? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Zustimmung plus 5. Der hat jetzt Zustimmung... Hast du Lust, dich mir anzuschließen? Ah, da brauchen wir eine Zustimmung von 70. Nur die, die da sitzen, kann man anheuern. Okay. Ist doof. So. Aber wir stellen uns jetzt mal hier ins Warme. Und dann will ich nochmal gucken. Und zwar Technologie. Eine Schaufel haben wir noch nicht. Was wäre denn jetzt? Ein Bogen. Da brauchen wir 100. Weil ich gerade Falle lese. Eine Falle sollten wir halt natürlich auch aufstellen. Okay, hier kostet uns dann in der Scheune das Mehl 50. Eine Jagdhütte? Ja, da müssen wir... Also als nächstes der Bogen. Oh, guck mal, wir könnten Leinenfaden in der Näherei herstellen. Wird es, aber wir müssen Flachs anbauen, ne? Passt mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Die Felder, die wir auf jeden Fall haben. So. Plan? Wie folgt. Halt, stopp. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Flachs von ihmchen hier. Zeig mir deine Waren. Brauchen wir zum Dreschen Flachs oder Flachshalme, um da Leinsamen rauszukriegen? Und wahrscheinlich brauchen wir ja auch eine Sense, ne? Weil die werden wir ein Werkzeug zum Ernten von Feldfrüchten, ja. Ja. Weil reicht ein Flachshalm oder müssen wir Flachs nehmen? Flachs wäre natürlich teurer. Dann dreschen wir das in unserer Scheune, dann haben wir Leinsamen, die wir nächstes im Frühling einpflanzen können und können dann eine Näherin bauen. Nee, eine Näherei bauen. So wäre mal der grobe Plan. Das ist bloß die Frage. Eine grundlegende Ressource für die Herstellung von Leinengarn am Spinnrad. Und Flachs? Eine Kulturpflanze zur Herstellung von Stroh und Flachs für Leinfäden. Kann in der Scheune hergestellt werden. Also gehe ich davon raus, dass wir aus Flachs Flachshalm kriegen, oder? Ne, pass auf, ich mache das anders. Ich kaufe einen Flachs und einen Flachshalm. So, und dann probieren wir es selber aus. Auf Wiedersehen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So. Jetzt gehen wir zurück. Bevor wir zurückgehen, sollten wir noch ein bisschen Stroh mitnehmen. Weil bei uns gibt es halt leider kein Stroh. Und solange wir noch nichts angebaut haben. Ne, nicht Wasser trinken. Schilf sammeln, bitte. Ah. Fehlt uns jetzt wieder.
Stroh fehlt uns. Ganz simpel Stroh. Das sammeln wir ja gerade. Ist das eigentlich eine erschöpfbare Ressource? Zum Anpflanzen brauche ich die Leinsamen. Ja, genau. Und die will ich ja sammeln, indem ich den Flachs dresche. Da müsste ich doch auch Samen rauskriegen. Na komm, trink halt mal einen Schluck Wasser. So, nee, hier. So, nix wie heim jetzt. Ah, wo kriege ich einen Dünger her, Leute? Bevor wir jetzt wieder hin und her rennen wie die Bekloppten, sollten wir vorher vielleicht nochmal nach Dünger schauen. Kann ich den kaufen oder kann ich den auch selber machen? Bei dem Typ im Kuhstall, okay. Ach stimmt, genau. Selber machen ging nur mit Schweinen. Muh, hallo. 5000 für eine Kuh, Alter. So, sieh jemand. Vor allen Dingen, das Geile ist, die haben nie was in ihren Kisten, ne? Selbst wenn man wollte, könnte man hier nichts klauen. Hallo Kälbchen, du kostest 500 weniger. Das ist super. Hier ist niemand im Kuhstall. Hallo? Hallo? Ist es dir in letzter Zeit erkannt? Hallo, Editha. Darf ich dir was sagen, schöne Frau? Ich glaube, du solltest zuerst dein Bad nehmen. Alles klar, Entschuldigung. So, wo ist denn der Typ vom Kuhstall? Hier ist meilenweit niemand. Wäre super, wenn da jetzt irgendwo was drin liegen würde. Der Sobimir vielleicht. Sobimir? Zeig mir deine Waren. Dünger kostet 10 und wir haben 30. Wie viel brauchen wir pro Feld? Einmal Dünger? Dann brauchen wir schon so um die 50, ne? Also wenn wir pro Feld Dünger brauchen, dann müssen wir jetzt noch gucken, dass wir ein bisschen was verkaufen. Und lass uns nochmal ein paar Birkenzweige und Zweige sammeln. Die können wir auch für ein Goldstück pro verticken. Ja, Samen habe ich ja. Samen habe ich ja schon gekauft. Wir haben Karottensamen, wir haben Weizensamen, wir haben Roggensamen. Die möchte ich nach Möglichkeit, Karottensamen haben wir auch, die möchte ich nach Möglichkeit alle anbauen. Jetzt im Frühling. So ist der Plan. Also für einen Part. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass was kommt. Also für einen Part meinst du für ein Viereck, Drake, ne? Gehe ich davon aus. Guck mal, ich habe 78 Stöcker für dich.
So. Und dafür kaufe ich bei dir wieder Dünger. 8-mal. Zack. Dünger ist teuer. Ja, aber wie gesagt, wir können ja hier die Stöcke verkaufen. Dann geht's ja. Ich meine, hier jetzt mal fix ein paar Stöcke gesammelt. Und das in Dünger investiert. Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann sollten wir jetzt gucken, dass wir alles haben, was wir am Ende dann auch brauchen. Um unsere Feldarbeit zu machen. Und wenn die dann steht, wenn die Felder stehen, dann gehen wir dran gucken, dass wir uns die ersten Leute ins Dorf holen. Sodass wir die auch versorgen können. So ist mal der Plan. Dann haben wir Nahrung für alle und dann können wir uns drum bemühen, jemanden reinzuholen. Solange die Stöcke kaufen für ein Goldstück. Einfach verdientes Geld, würde ich sagen. Wachsen ja überall. Zack, und schon haben wir wieder 98 zusammen. Und hier noch. Und hier noch. So wie ich das sehe, ist es ja nur noch einmal schlafen, dann haben wir Frühling. Weiß jemand von euch, wo man den Kohl, wo man Kohlsamen herkriegt? Wahrscheinlich auch aus irgendeinem Dorf, aber ich weiß noch nicht aus welchem. Weil die könnte man ja dann im Herbst auch nochmal dran ballern. Am besten nimmst du auch eine potenzielle Ehefrau ins Dorf auf. Die Brautwerbung einer beliebigen ist verbuggt. Ja gut, wobei die Frage ist jetzt halt, wie lang, ne? Also die patchen ja relativ zügig, nehme ich mal an, oder? Aber das ist ein guter Tipp. Gucken, dass wir überhaupt jemanden kriegen ins Dorf. So, zeig mir deine Waren. Guck mal, ich habe feinste 170 Stöcke für dich. Zack, 175 Gold. Das reinvestieren wir jetzt in 17 Dünger. Da haben wir 28 Dünger. Wachsen denn die Pflanzen auch ohne Dünger oder muss man zwingend Dünger reinpacken? Weiß das noch jemand? Kannst mit Alt? Brauchst Dünger, okay. Kannst sehen, was die können? Wie meinen? Ach so, du meinst bei den Bewohnern. Ah, alles klar. Okay, verstehe. Verstehe. So, dann sammeln wir jetzt hier noch ein bisschen. Würde ich sagen. So, wir gehen jetzt nach Hause. Und dann bauen wir das eine Feld noch. Und wenn das Feld gebaut ist, dann schlafen wir die Nacht. Dann soll es Frühling sein, dann können wir mit der Saat beginnen. Und dann gucken wir, dass wir uns einen ins Dorf ranholen. Zumindest mal zuallererst einen Jäger, sodass wir Vorräte sammeln ohne Ende. Und wir kümmern uns zunächst um die Geschichten mit den Feldern. Weil wir müssen ja, irgendwie müssen wir ja dann auch Geld reinholen, ne? So, wir sollten die Fackel vielleicht auch ausrüsten. Oder seid ihr anders vorgegangen? Ich meine, wir können ja dann die Sachen ernten, anschließend produzieren, verkaufen.
Das klingt nach einem Plan. Nee, nicht Nordosten, ich will nach Westen. Ein bisschen Ausdauer braucht er noch, der Johnny. Und wo kann man sich eigentlich diesen Badezuber... Ich meine, warum kann ich nicht einfach in den See springen? Wir haben einen wunderbaren See vor der Tür. Gut, jetzt ist es ein bisschen kalt. Aber er könnte sich doch zumindest da waschen. Würde ich sagen, oder nicht? Man könnte es fast meinen. Laufen wir nach Süden. Ah. Sehr gut zu wissen. So, da hinten sollte unser Haus am See sein. Oh, da ist wieder ein... So einen will ich auf jeden Fall jagen, ne? Da kommen wir gar nicht drum rum. Mal schnell speichern, Leute. Eben denke ich gerade dran. So, willkommen in Kalifornien. Hier ist der Johnny noch Chef. Jetzt wird es aber auch Zeit für... Guck mal, wie die ganzen Baumstümpfe hier rumstehen. Das ist ja eigentlich nichts, ne? Müssen wir noch mal wegboxen nachher. So. Home sweet home. Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr, um uns einen Bogen zu kaufen. Kostet nämlich auch 100. Und wir haben noch... 5. Tja, dann werden wir noch warten müssen. So, kommt, wir bauen jetzt da noch ein Feld hin, dass es gesetzt ist. Nee, muss hier Landwirtschaft, Felder. Ja, baust da hin. Zack. Jetzt machen wir es da wieder weg. Zerstören. Zack, danke. So, was haben wir denn jetzt? Kapitel, ein großes Spiel. Wir sollen einen Bogen herstellen, einen, 10 Hirsche jagen, 3 Wölfe, Wiesent und einen Bär. Die Wiesent sind wahrscheinlich die Viecher hier draußen, ne? Wie sie meinen. Ich vermute die hier. Okay. Finde ich auch ganz nice. Es ist auch ein gechilltes Spielchen. So. Also. Das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Dann haben wir... Ist Frühling und dann brauchen wir nicht ständig die Fackel. Ah, warte mal. Was essen und was trinken sollten wir vorher vielleicht noch. Einmal Wasser trinken. Wird doch Zeit, dass Johnny mal ein Bier kriegt. Jetzt sind nicht immer nur Wasserschau saufen. Ja, habe ich. Der Killer habe ich. So, den Dünger legen wir mal hier rein. Ach, genau, den Flachs wollten wir noch ausprobieren. Passt mal auf. So, jetzt könnten wir doch theoretisch... Doch, können wir. Flachs. Ui, Alter, hast du gesehen hier? Und jetzt haben wir einen Leinsamen. Ja, coole Geschichte. Den einen Leinsamen bauen wir jetzt an. Brauchst du nicht, bist voll im Frühling. Jo. Im zweiten Frühling, ne? So, Leute, komm. Au. Müssen noch kurz warten. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen aufräumen. So. Den Faden mal. Hier haben wir Leinsamen. Hier haben wir Stein. Du Speicher, du Speicher, du Speicher. Alles klar.
8 Stroh noch darüber. Die Münzen legen wir darüber. Den Leinsamen, der kommt auf die andere Seite.